Mein Name ist der Nico Zeidler, meine Kollegin die Marion, und wir zeigen Ihnen heute ein leckeres Rezept für Sülze. Und zwar haben wir jetzt vom Schwein Schweineschnauze, Eizbeine und Spitzbeine. Die werden in kalten Pökelsalzwasser angesetzt und zum Kochen gebracht. Wo wird dann erstmal die Brühe abgeschäumt, zwecks den Trübstoffen, und danach machen wir dran Lorbeer, Piment, Zwiebeln und lassen das alles köcheln. Wenn das Fleisch dann gar ist, wird das Fleisch herausgenommen aus der Brühe, lassen das Fleisch etwas abkühlen, damit sich das besser entfernen lässt von den Knochen, und dann Fett und Fleisch trennen. In der Zwischenzeit ist unsere Brühe fertig mit Kochen. Diese wird jetzt durchpassiert, zwecks da die Lorbeer, Piment und kleine Knochenreste und was da noch drin sein könnte, nicht mit in der Sülze später drin sind. Also wie gesagt, wir haben unsere Brühe mit Pökelsalz angesetzt. Pökelsalz in unserer Sülze, weil Pökelsalz schon kräftig ist, intensiv, und es bringt nochmal Farbe für das Fleisch. So, die Brühe muss ungefähr 3-4 Stunden kochen, dass das Fleisch schon gar ist. Chef, sind Sie damit einverstanden? Ja. So, unsere Brühe ist jetzt fertig. Die wird jetzt durchpassiert, damit die ganzen Lorbeer, Piment, kleine Knochen, alles rauskommt. Und eine schöne, klare Brühe haben. Und hier sieht man ja schon, durch den ganzen Majoran und alles, die ganzen kleinen Reste, wie schwer das durchgeht, muss man dann mit einem Kochlöffel am besten schön umrühren, dann geht das schneller. Hier sieht man auch noch schön, die Brühe war noch nicht ganz heiß, wie das Fett von den Schweineköpfen und alles, wie das oben schwimmt und geliert ist. Unsere Brühe ist jetzt durchpassiert und die wird jetzt aufgekocht. In der Zwischenzeit bereiten wir das Fleisch weiter vor, was dann später drankommt, plus kleingeschnittene Zwiebelwürfel und kleingeschnittene Gewürzgurkenwürfel. Das Fleisch haben wir jetzt klein geschnitten, das heben wir jetzt in unsere kochende Brühe dazu. Ungefähr die Menge. Das Ganze wird jetzt richtig nochmal zum Kochen gebracht. Jetzt kommen noch unsere Gewürzgurkenwürfel damit dran. Dann schmecken wir das Ganze nochmal ab. Aha, fehlt noch Essig. Mit Essig immer etwas vorsichtig sein, sehr kräftig. Dann suchen wir die Gewürzgurkenbrühe. Jetzt schicken wir noch Gewürzgurkenfond mit dazu. Das gibt immer extra leckeren Geschmack. Wir lassen das Ganze jetzt aufkochen. Und wenn das Ganze dann kocht, machen wir noch die Zwiebelwürfel zum Schluss dran. Machen sie aber aus, da das nicht bitter werden soll, unsere Sülze. Und dann wäre sie auch soweit fertig. Für den Hausgebrauch, weil wir machen viel mit Schwarte, Speckschwarte. Das heißt, die Speckschwarte, die wir mit verkochen, ist in der Brühe drin und die bringt dann die Gelatine hervor. Für den Hausgebrauch würde ich empfehlen, extra Gelatine selber nochmal anzurühren im kalten Wasser und ein wenig dazu zu geben. Weil so viel Sparte, bei der Menge, was wir haben, da geht das wunderbar. Aber für den Hausgebrauch, wenn Sie Sülze selber machen wollen, ist mit Gelatine besser. So, unsere Sülze kocht jetzt, machen wir aus, denn jetzt kommen die Zwiebeln dazu. Wäre natürlich besser, wenn man einen größeren Topf genommen hätte. Muss ich besser machen. Kontrolliert nochmal, ob das von der Menge so her passt. Ein Fleisch, Gewürzgurkenwürfel und Zwiebelwürfel. Sieht gut aus. Lassen das jetzt ungefähr eine halbe Stunde ziehen und dann kann man das dann abfüllen. Muss schon aufpassen, dass die Kelle voll mit Fleisch ist. So. Und immer schon mit Brühe bedecken. Da sonst, dass das Fleisch richtig schön bedeckt ist, ansonsten das Fleisch schlecht werden kann, beziehungsweise die Zwiebel. Kleiner Tipp noch für den Hausgebrauch. Sülze, wenn man sich nicht sicher ist, ob die genug Gelatine dran ist, einen kleinen Becher nehmen, etwas reinmachen, kühl stellen und ca. eine halbe Stunde warten, bis sie fest geworden ist, und je nachdem nochmal Gelatine dran machen. Einen wunderschönen guten Appetit. Dankeschön. Bei uns bekommen Sie die hausgemachte Sülze mit frischen Bratkartoffeln serviert. Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie an oder kommen Sie vorbei zum Probieren. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de